Moin, willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, haben wir ein neues Auto. Und da habe ich natürlich einfach alles offen stehen lassen und habe einfach gar nichts dazu gesagt, außer dass es nicht mein Wagen ist. Und natürlich wisst ihr nicht ganz genau, was das für einer ist. Also ich muss vorweg sagen, das ist der Wagen von meinem Bruder und ich habe den einfach rübergeholt, um euch auch mal andere Technik von anderen OPC-Modellen zeigen zu können und nicht immer nur von dem. Einfach nur mit dem einfachen Grund, weil der ist, ja, mittlerweile sind da so viele Videos drüber gekommen, da wollte ich auch Abwechslung reinbringen. Deswegen haben wir uns ein Astra G OPC 1 geholt. So, ich denke, Carporn war ganz gut. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass hier kein Nummernschild dran ist und der so super dreckig ist, wir machen gerade so eine leichte Zeitreise. Also der Carporn, der wird erst in wahrscheinlich mehreren Wochen gedreht, wenn der Wagen TÜV hat. Einfach nur, weil das dann leichter ist, dass wir nicht in der Halle einen Carporn drehen müssen, weil das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist okay für ein paar Zwischeneinblendungen, aber so richtig Carporn-mäßig dafür ist das hier halt einfach ein bisschen zu dunkel und so. Und ich fahre halt ganz gerne irgendwo hin, wo man den Wagen ein bisschen in Szene setzen kann. Mache ich mit dem anderen natürlich auch die ganze Zeit. Dieses Video soll eine leichte Bestandsaufnahme werden. Also was muss an dem Wagen gemacht werden, was haben wir an dem Wagen schon gemacht. Das ist nämlich tatsächlich echt eine ganze Menge. Und ja, fangen wir einfach mal hinten an. Also wie ihr seht, der Wagen ist nicht nur dreckig, der ist auch lackmäßig. Der ist tot, ne? Das heißt, der muss bald mal aufbereitet werden. Aber beim Lack sind auch noch andere Dinge, kommen wir aber gleich zu. Die Endrohre, ich denke, die kann man relativ gut sehen, da ist jetzt sogar noch der Dreck drin, weil der Wagen stand 2,5 Jahre ungefähr, oder zwei Jahre auf jeden Fall, 2,5, irgendwie sowas. Ja, in einer Halle. Ähnlich wie die hier, also gemauert, aber mit Sandboden, abgedeckt unter eine Plane, wo auch Luftzug ist, deswegen ist halt die ganze Karre staubig und in jede Ritze ist irgendwie Sand reingeflogen. Sieht man auch von unten, dass er ein bisschen Feuchtigkeit hatte und Spinnweben waren ganz extrem. Deswegen ist er halt in den Endrohren Dreck drin und die Endrohre, das ist eine Bassdruckabgasanlage. Die ist aber eigentlich fürs Coupé und wir haben die Endrohre abgeschnitten. Ne? Also eigentlich sind da noch so Chrom-Dinger drauf. Die gucken dann aber irgendwie so 10 cm raus oder sowas. Das war ein bisschen Käse, aber da kümmern wir uns demnächst mal drum. Ich würde jetzt einfach sagen, als nächstes gucken wir uns mal von außen einfach an. Also das sind Standräder, ne? Also Stahlfelgen. Es gibt für den Wagen noch die originalen 17 Zoll BWS-Felgen. Die sind jetzt gerade schon beim Kollegen, dass da frische Reifen drauf kommen. Als nächstes könnte man jetzt sagen, das Dach ist im Arsch. Da blende ich einfach was ein. Ja, prinzipiell dann direkt einfach weiter nach vorne. Ne? Also was soll man da großartig sagen? Das ist ein vollständiges Auto. Ne? Also hier die Embleme, die sind alle noch da, nicht im Bestzustand. Spiegeldreieck ist auch völlig im Arsch. Das sind diese, wie nennen die sich, Haargussspiegel war es, glaube ich. Ziemlich teuer pro Stück, aber die kann man zum Glück auseinanderbauen. Und das hier ist Metall, das heißt einmal strahlen, pulvern und dann sieht das wieder schick aus. Auf der Motorhaube ist der Klarlack auch im Arsch. Ne? Also den kann man da so runterknibbeln. Kriegst du was drauf? Ja, ne? Ja. Aber das, was euch alle wahrscheinlich brennend interessiert, was ist da drunter? Weil, wenn du jetzt einmal die Frontschürze filmst,
Von vorne sieht das nicht aus wie ein UPC, abgesehen davon, dass er eine lange Lippe hat. Und das ist nämlich der Grund, warum ich den Wagen tatsächlich aus dieser Scheune rausgeholt habe, weil das ist ein UPC 1, wie schon gesagt. Wer das von euch nicht kennt, da fehlt ein Turbolader. Das ist tatsächlich ein Sauger. Also die meisten OPCs sind natürlich Turbofahrzeuge. Das ist ein 2 Liter Sauger, also 2 Liter Hubraum mit 160 PS. Riesen Vorteil an dem Motor ist, beziehungsweise, was heißt Vorteil, also was ich geil finde ist, der hat den Begrenzer nicht bei 6800, sondern irgendwie bei 7400 oder sowas. Ne? Also der dreht schon ein gutes Stückchen höher, was anfangs echt ungewohnt war. Jetzt der ein oder andere fragt sich wahrscheinlich, was heißt anfangs? Ich bin den Wagen schon gefahren, auch schon länger. Wie schon gesagt, das ist der Wagen von meinem Bruder. Wir hatten den Motor schon mal raus, der ist komplett überholt. Und deswegen bin ich dann natürlich schon gefahren, nur der stand halt zwischendrin eine ganze Zeit. So, man könnte jetzt sagen, 2 Liter Sauger, 160 PS, ist ja voll öde. Glaubt's mir, der Wagen macht wirklich, wirklich Laune. Der braucht jetzt nur eigentlich frische Reifen, neues Öl, Flüssigkeiten einmal alle überprüfen und dann müsste der eigentlich wieder top fahren. Fahren, nicht top dastehen, das ist ein Unterschied. Weil der hat tatsächlich ein KW V2 Fahrwerk drin. Da können wir dann auch nochmal gemeinsam gucken, was passiert, wenn man da, ich glaube Zugstufe war es. Zug- oder Druckstufe, weißt du das? Na, V2 glaube ich Zug- und Druckstufe. Ach, zusammen, ne? Auf einem Brettchen. Ne? Ja. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall können wir an dem Fahrwerk mal ein bisschen rumdrehen und dann einfach mal gucken, was passiert, wenn man das irgendwie extrem in die eine Richtung stellt und dann gucken, was passiert, wenn man es extrem in die andere Richtung stellt. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik, weil noch hat der Wagen kein TÜV, war noch nicht an. Seit über 2 Jahren steht der Motor still. Ne? Sieht man auch am Öldeckel, der leider Gottes klemmt wie der letzte Honk. Das ist unglaublich. Da weiß ich nicht, was das soll. Der ist trocken. Komplett trocken. Trotz dessen, dass ich gestern tatsächlich schon einmal ein bisschen Öl nachgekippt habe, weil am Peilstand nichts dran war. Was noch geil ist an dem Fahrzeug, die OPC 1 sind limitiert. Da gibt es 3000 Stück von. Und das war jetzt Nummer 2849. Wenn ich mich vertue, blende ich hier eben die richtige Zahl ein, aber ich meine, das war's. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an, was an dem Fahrzeug noch so alles kaputt ist über die Standzeit. Zuerst das Offensichtlichste, wenn man die Motorhaube aufmacht, ist hier echt so ein Knies. Ne, das ist Kühlwasser, was einfach vertrocknet ist und das sind irgendwie die Reste von der Antifrostschutz, also vom, Antifrostschutz, auch nicht schlecht, ne? Vom Frostschutz. Tatsächlich ist auch der, Vorsicht, ist auch der Behälter hier leer. Ne? Das heißt, wir müssen gleich erstmal noch Wasser nachkippen. Aber da würde ich behaupten, kann man für einen Testlauf stinknormales Leitungswasser erstmal reinkippen und alles andere sieht man dann auf Dauer. Ne? Also ich würde den wahrscheinlich einfach einmal warm laufen lassen. Und dann wirklich alle Flüssigkeiten einmal raus und neue rein. Also Motoröl, Kühlwasser. Bremsflüssigkeit müsste ich mir mal vom Kollegen Tester ausleihen. Rein optisch können wir auch mal eben gucken. Ja, rein optisch ist die noch gut. Das kriegst du wahrscheinlich mit der Kamera jetzt nicht drauf, weil das zu tief drin ist. Ist sogar noch was drin. Ja, ansonsten von außen, ja, wie gesagt, Lack ist im Arsch. Motorraum sieht nicht schön aus, ne? Also ist eine ganz andere Liga zu meinem anderen, aber was nicht ist, kann ja noch kommen, wobei ich das hier nicht ganz so extrem machen wollte. Ne? Also hier wird jetzt nicht jedes kleinste Bauteil sandgestrahlt, Pulver beschichtet, aufpoliert, Motorraum wird wahrscheinlich nicht lackiert, also sehr wahrscheinlich nicht, zumindest nicht diesen Winter, weil das ist halt nicht mein Wagen. Und ich will dann einfach nur fertig machen und dann für die Videos nutzen. Mein Bruder nutzt den dann auch wieder. Und all sowas. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns den jetzt einfach mal von unten an. Und deswegen mache ich jetzt mal die Haube zu. Ja.
Eine Ewigkeit später. Wir haben den Wagen jetzt mal auf der Bühne hochgefahren. Und ja, wie man sieht, von unten sieht das Ganze eigentlich genauso scheiße aus wie von oben. Weil überall Öl und extrem viele Spinnweben, wie ich das schon erwähnt hatte. Ne? Also, ich denke, die sieht man wohl. Ja, leider Gottes ist mir beim Zusammenbauen vom Motor wohl irgendwas, also ist irgendwas schiefgelaufen, dass wir den auch im Nachhinein, also über mehrere Versuche, nicht wieder dicht bekommen haben. Also die Ölwellen sind tatsächlich dicht bei dem Wagen, aber irgendwie an der Riemenseite, oben an den Lockenwellen oder unten an der Kurbelwelle, die Dichtringe, die sind noch undicht. Und weil hier Öl dran steht und hier auch überall Öl war, also ich habe hier gestern einmal mit dem Lappen hergeputzt, weil der so am Tropfen war, könnte man denken, dass hinterm Schwungrad der Simmering auch undicht ist. Ist aber eher nicht der Fall, weil den haben wir auch schon mal neu gemacht. Also wir haben hier im Nachhinein das Getriebe einmal rausgebaut und Kupplung und alles wieder runter und den Simmering geprüft und war aber alles trocken und dann haben wir ihn trotzdem neu gemacht. Hat halt nichts verändert. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass das Getriebe an sich irgendwo ein bisschen undicht ist. Das kann leider Gottes auch mal passieren. Ist super selten, aber kann passieren. Aber nützt erstmal nichts. Ja, müssen wir halt mal gucken. Kleine Besonderheit beim OPC 1 ist noch diese Bremsenkühlung. Die hat der Wagen, zum Glück ist sie noch heile, weil die sind mittlerweile echt teuer. Wenn mich nicht alles täuscht, kostet ein so ein Ding bei Opel und man kriegt irgendwie, zumindest damals, wo wir den Wagen fertig gemacht haben, hat man nur noch eine bekommen. Haben die bei Opel irgendwie 60 Euro kostet Stück, du hast aber irgendwie nur noch die linke bekommen und mittlerweile glaube ich wohl nicht mehr. Wenn davon jetzt mal ein Satz bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel drinsteht, dann kostet so ein Satz mal eben ganz gerne 250, 300 Euro, wenn ich da noch richtig informiert bin. Ja, ist also sauteuer das Zeug, aber da gibt es auch wohl irgendwas von Porsche, was hier auch so halbwegs dran passt und dann einfach nur die Luft, geht halt hier vorne rein, wird hier auf der Bremsscheibe geleitet und fertig, ne? Also Bremsenkühlung. Wie wirkvoll die wirklich ist, kann ich selber nicht sagen. Ganz viele sagen so, ja, ich habe es halt reingebaut. Ich meine, wenn man auf Nürburgring fährt, ne, jedes bisschen Luft an der Bremse ist halt gut, ne? Abgasanlage hatte ich ja schon gesagt, ne, ist so ein Bassdruckding, Abcut. Deswegen, also hier ist alles Fächerkrümmer, hat der Abwerk drin. Und dann ist halt, das ist ein 421 Krümmer, so nennt sich das. Ne? Also aus vier Zylindern geht es erst auf zwei Rohre und von da aus dann weiter in eins. Das ist halt einfach original, genauso wie der Cut. Da haben wir gar nichts dran gemacht. Haben damals aber leider Gottes auch ein bisschen schlampig, sag ich jetzt mal, gearbeitet. Die Hinterachse ist tatsächlich sandgestrahlt worden und gepulvert. Genauso wie ein, zwei kleine Anbauteile, sowie der Halter von der Servolenkung und so ein Krempel. Dann haben wir aber irgendwie Zeit, Geld, was auch immer, Not gehabt und haben Teile hier selber gestrahlt und dann einfach mit der Sprühdose matt schwarz gemacht oder irgendwie Hochglanzschwarz oder sowas. Sieht man natürlich, hält nicht so richtig und ist auch alles komisch. Vorderachse ist nahezu unberührt. Da hat mein Bruder, glaube ich mal, für einen Apfel und ein Ei eine ziemlich gute bekommen. Die ist hier drin. Hat auch zum Glück wenig Rost. Ja, also da sah sogar die von meinem schlimmer aus, aber bei der geht's noch. Dann könnte man noch mal eben in die Standräder reingucken. Dann nehme ich eine Lampe. Nämlich nicht, dass du es drauf triffst. Ja. Ich denke, da sieht man das und dann kann man auch hier kann man den Rost so rauswuseln. Und wenn wir schon mal hier sind, die Bremse, das habe ich gestern schon einmal gesehen, die ist leider Gottes auch undicht. Ja, aber nur der Bremssattel hier vorne links und das ist halt die Schraube von der Leitung, die an den Bremssattel rangeht. So, ansonsten ist der von unten, haben wir den komplett versiegelt gehabt. Da ist also eigentlich nicht so wirklich viel. Ne? Da ist jetzt hier tatsächlich, wenn du da einmal drauf filmst, ist da das ganze Weiße, das ist tatsächlich Schimmel. Deswegen will ich es jetzt auch nicht anpacken. Und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch direkt gesehen, dass hier die Leitung rosten. So, und Leute, die sich auskennen, wissen, hier ist eine Kunststoffleitung, aber hier vorne wird das zur Metallleitung.
Und das sind die Benzinleitungen, ne? Also einmal Vor- und Rücklauf und einmal Tankentlüftung. Ich meine, dass die bei meinem aus Edelstahl sind und so eine komische Ummantelung drum haben. Bei dem hier anscheinend nicht, sonst würden die halt nicht rosten. Da muss man dann mal gucken, ob man die entweder neu macht oder ob man das einfach ein bisschen anschleift und ein bisschen Fett drauf schmiert. So wie bei, man das bei Bremsleitung auch ganz gerne mal macht. Sonst würde ich, ja, Fahrwerk vorne. Das vergesse ich ganz gerne. Weiß ich, kriegst du was drauf? Ja. Ja. Ist halt ein KW V2, ne? Könnte auch mal wieder einen Putzlappen vertragen. Ja, also, das ist ein Auto, was bei Wind und Wetter gefahren wurde. Und der stand auch, bevor der weggestellt wurde, stand er eine ganze Zeit lang einfach am Straßenrand. Und ich glaube sogar, wo Salz gestreut wurde. Und dann wurde er weggestellt. Wenn mich da nicht alles täuscht. Ich glaube, irgendwie so war das. Also, ja, der braucht Liebe, aber ist von der Grundsubstanz her eigentlich ganz gut, weil der hat keine Durchrostung und sowas. Ne? Eher so Abschürfung am Unterboden vom Aufsetzen, weil der halt, der ist halt nicht so hoch. Der ist schon ziemlich tief. Hinterachse, wie gesagt, ist sandgestrahlt und gepulvert. Das ist eigentlich ganz geil. Sieht auch immer noch relativ gut aus. Ein Kollege von mir macht das mit den Pulvern für uns ja immer. Das haben wir gemacht, da hat er die Firma selber gerade erst gehabt und ja, da ist jetzt hier drin nichts gewesen. Das heißt, von innen rostet die Achse jetzt ein bisschen. Da muss ich ein bisschen was nachlegen. Das ist bei meinem nicht der Fall. Da sind die Achsen auch von innen mit Pulver voll. Ansonsten gibt es noch eine Besonderheit, dass der Wagen hier hinten ist ein Zusatz, also ein Kontergewicht drin. Weil die haben wohl bei Opel festgestellt, dass der Wagen ab Werk dasselbe Problem hat wie der, wenn man den mit 50-30 Tieferlegung fahren will. Wenn man bremst, wird der hinten zu leicht und schmiert weg. Und dann haben die sich gedacht, okay, dann packen wir halt 30 Kilo auf die Hinterachse. Ich würde fast behaupten, mit dem KW-Fahrwerk könnte man das, man kann es wahrscheinlich so einstellen, dass man das Kontergewicht nicht mehr braucht und sich schon ein bisschen Gewicht sparen kann. Weil wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier, ja, das ist Vollmaterial, irgendwie 60 mm Durchmesser und dann, ja, auf voller Fahrzeugbreite, ne? Also ja, nicht ganz voll, aber auf dem Stückchen, da ist so ein Röhrchen, das hat halt schon ganz gerne mal so 25-30 Kilo und wer sich damit auskennt, weiß, dass das schon eine ganze Menge Gewicht ist, was man auch auf dem Nürburgring zum Beispiel in der Bremse irgendwann merkt, ne? Also da sind 30 Kilo, die können schon ein bisschen mehr anschieben als 30 Kilo weniger. Prinzipiell haben wir aber sonst eigentlich technisch mal alles gemacht an dem Wagen, nur halt aus damaligem Unwissen nicht so genau und fein wie bei meinem. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns die Karre doch nochmal von innen an. So, was als erstes auffällt, der Wagen hat ganz andere Sitze drin, als man das von so einem Turbo-OPC kennt, weil das hier, das nennt sich... Viele sagen also die richtigen OPC Recaro Schalensitze zu. Ne? Natürlich sind die klappbar, haben aber wirklich richtig geilen Seitenhalt. Haben hier unten so ein kleines Gimmick. Ich weiß gar nicht, ob der Beifahrersitz das auch hat. Hat der so einen Luftbalken an der Seite? Ja. Ja, damit kannst du die Lendenwirbelstütze aufpumpen. Und dann neben der Knopf, der lässt die Luft halt wieder ab. Das ist relativ lustig. In modernen Autos ist es einfach elektronisch oder haben eine elektronische Pumpe drin, wie im Astra J zum Beispiel. Das wusste ich auch bis vor kurzem selber nicht, musste ich auch erst rausfinden. Dann hat der Wagen eigentlich ein anderes Lenkrad, aber da hat sich das Leder gelöst und hat mein Bruder das umgebaut. Das ist ein stinknormales Astra G Lenkrad, wie man das halt aus jedem 1.4er, 1.6er, 2.2er, Diesel, was auch immer kennt. Aber dafür halt mit Lenkradfernbedienung. Hatte der Wagen aber auch ab Werk. Was auch merkwürdig ist. Also eigentlich sind die OPC-Modelle, gerade der OPC 1, die gab es einmal als Touring und einmal als Sport. So, und der Sport, der hat weder Klimaanlage, noch elektrische Fensterheber, noch die Lenkradfernbedienung, noch, also der hat auch kein ESP und so ein Krempel. Aber dafür diese Sitze. So, und der Wagen hier wurde eindeutig mit diesen Sitzen ausgeliefert, hat aber ab Werk Lenkradfernbedienung gehabt, elektrische Fensterheber, Klimaanlage und ESP.
Ja, also irgendwie ist das wohl so eine Mischkarre. Ich weiß nicht, ob man das so bestellen konnte, aber ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass das so der Fall ist. Aber ansonsten, Radio fehlt halt. Alarmanlage hatte, also so eine Innenraumüberwachung. Die kann man, wenn man irgendwie, ich meine, zweimal auf Abschließen drücken, dann ist der Innenraum überwacht. Ist aber sehr, sehr feinfühlig, ne? Also dann darf man nicht mal eine Fliege da drin haben. Sonst löst die schon aus. Und dann hupt der Wagen halt. Ja. Das war so eine kleine Bestandsaufnahme. Und ja, jetzt könnt ihr gerade noch mal sehen, dass das Dach, also das, da braucht man sich nicht für schämen, dass man da jetzt so mit den Flossen einfach drüber geht, weil der Lack, der ist eindeutig völlig im Arsch. Ja. Ja, so eine kleine Bestandsaufnahme ist ja immer ganz nett. Dann weiß man, was man hat. Ihr wisst jetzt, was mit dem Wagen so Phase ist. Habt den jetzt von unten gesehen, von oben, von innen ein bisschen. Ja, wobei, also von innen zeige ich mal eben noch was. Moment, ne, bleib oben. Ne, wobei, ne, muss runter. Der Wagen hat blaue Anschnallgurte ab Werk drin. Und das sieht gerade, wenn die so hinten drin liegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hell genug ist. Ich mach mal schnell ein bisschen Licht. Ne? Wenn die schön sauber sind, sieht das schon sehr geil aus. Und ja, mehr halten tun die nicht, aber das ist halt, beim OPC 1 haben die sich noch ein bisschen Mühe gegeben. Ne? Also die ganz groben Unterschiede zum normalen OPC ist natürlich die Limitierung der Fahrzeuge, dass es ein Sauger ist, dann die Außenspiegel, die Sitze, die blauen Gurte, das Zusatzgewicht auf der Hinterachse. Dann hat der am Motor selber, auch die Kurbelwelle ist eine andere zum Beispiel, Bremsenkühlung hat der. Das sind so die gröbsten Unterschiede zum Turbo. Und mit den Worten sage ich jetzt einfach mal tschüss, bis nächsten Samstag. Wir sehen uns.